Bei der Nominalgruppe im Akkusativ geht es, so wie bei den anderen Nominalgruppen auch, um ein Akkusativobjekt. Und zwar, das ist jetzt schon die erste Gruppe, die ich euch genannt habe, gibt es die Nominalgruppe im Akkusativ, kann funktionieren als Akkusativobjekt, aber auch als prädikativer Akkusativ, dann aber auch als adverbialer Akkusativ. Diese drei Möglichkeiten gibt es, wie die Nominalgruppe im Akkusativ auftreten kann. Beispiele dafür ist: Gib mir den Kuchen. Zum Beispiel habe ich hier das Akkusativobjekt. Beim prädikativen Akkusativ genau das gleiche, ähnlich wie beim bei der Nominalgruppe im Nominativ, habe ich eine nähere Beschreibung beim prädikativen Akkusativ. Ich nenne ihn einen, wie wollen wir ihn jetzt mal nennen, einen Schwänzer, Schulschwänzer. Da habe ich hier dann einen Schulschwänzer, habe ich den prädikativen Akkusativ, weil das das Subjekt im Satz näher beschreibt. Beim adverbialen Akkusativ, sie hat das ganze Jahr gearbeitet, habe ich hier auch den adverbialen Akkusativ als Zeitangabe. Das Akkusativobjekt, um da jetzt mal näher drauf einzugehen, ich schmier das mal weg. Moment, so. Das Akkusativobjekt, da will ich jetzt näher drauf eingehen. Und zwar hat das im Kern immer einen Kasus. Klar, ist ja auch das Akkusativobjekt und das wird wieder vom Verb oder vom Adjektiv im Satz bestimmt, was da genau jetzt hinterherkommt, was für ein Kasus, in dem Fall halt der Akkusativ. Wir beobachten die Tiere. Ich kann halt irgendwie nicht mehr schreiben, ey, sorry. So, wir beobachten die Tiere. Wen oder was? Die Tiere. Jetzt habe ich also ein Akkusativ. Oder auch, es ist diesen Aufwand wert. Wen oder was ist es wert? Diesen Aufwand. Das ist dann also auch ein Akkusativ. Wichtig ist, wenn der Kern des Akkusativs, also wie hier, aus einem Nomen besteht, im Akkusativ, kann es immer durch ein Pronomen ersetzt werden. Und ich kann es mit wen ersetzen. Diese beiden Proben sind uns ja schon bekannt von dem Genitiv. Von der Nominalgruppe im Genitiv meine ich natürlich. Beispiel hier, wir beobachteten die Tiere. Da mache ich dann, wen beobachteten wir? Da kann ich also dann hier das Fragewort, den Interrogativpronomen einsetzen. Oder ich kann auch sagen, wir beobachteten sie. Und da habe ich dann das Personalpronomen anstelle von dem Akkusativobjekt. Das sind also die beiden Proben, die ich haben kann. Ich kann es durch ein Pronomen ersetzen und ich kann es durch das Interrogativpronomen wen ersetzen. Und diese Probe hier trennt das Akkusativobjekt, nämlich dann von dem adverbialen Akkusativ, auf den ich gleich nochmal später in einem weiteren Video, in das ich noch verlinken werde, zu sprechen komme. Hier bei dem Akkusativobjekt gibt es natürlich dann auch das schöne Akkusativobjekt S. Und das ist nicht nur ein Problem, sage ich mal in Anführungsstrichen, wenn es im Nominativ steht, sondern auch im Akkusativ, da es dann zu unterschiedlichen Sachen referieren kann. Man kann es gebrauchen als Stellvertreter. Achso, darum geht es jetzt, um das S. Als Stellvertreter kann man es gebrauchen, als unpersönliches
Akkusativobjekt. Und man kann es als Verweis auf einen Nebensatz gebrauchen. Wie sieht es dann in den Beispielen aus? Gebrauch als Stellvertreter. Das Mädchen weint. Es sucht seine Mutter. Es, das Mädchen. Dann springt es quasi für das Subjekt im ersten Satz ein. Das unpersönliche Akkusativobjekt sind dann so Fragen, wie hältst du es eigentlich mit Abwaschen? Oder mit Religion? Oder mit, ja, solche, wie hältst du es eigentlich? Das wird halt verwendet in festen Wendungen oder in bestimmten Wendungen. Das nennt sich dann das unpersönliche Akkusativobjekt S. Und mit Verweis auf einen Nebensatz, dann ist es zum Beispiel, wir bedauern es, dass sie leider nicht kommen konnten. Wir bedauern es, das S, ich schreibe das mal kurz auf. Es, dass sie nicht kommen konnten. Da bezieht sich das S hier auf den Nebensatz, der danach folgt, weil es das ist, was letztendlich bedauert wird. Das ist also erstmal im Großen und Ganzen die Nominalgruppe im Akkusativ mit Fokus auf das Akkusativobjekt. In den weiteren Videos zeige ich euch noch, wie genau ich mit dem prädikativen Akkusativ vorgehen muss und wie es sich um den adverbialen, was ich mit dem adverbialen Akkusativ so machen kann, wie ich den benutzen kann im Satz und vor allen Dingen, wie ich ihn erkennen kann.